So, weiter geht's. Auf zu Kubismus. Da hab ich irgendwie Bock auf Quincy. Mittel. So, ein neues Giveaway, meine lieben Freunde. Ups, wo bin ich jetzt hin? So. Ausrufezeichen Koop, ne? Da steht alles drin. Und ihr habt dann gleich 45 Sekunden Zeit mitzumachen. Ich glaube, kaum jemand gibt es ein richtiges Alter an. Jeder, der volljährig ist, gibt es ein richtiges Alter an. Na, hi PC-Gamer. Es gibt welche, die die Idee machen, ja, aber ich mache sie halt nicht, ne? Ich bin kein Marvel-Fan, ne, David. Naja, du, das ist ganz einfach bei der Google-Umfrage. Wenn du sagst, dass du 18 bist, du bist aber tatsächlich nicht 18, dann kann es sein, bevor du das Geld ausgibst oder so, die spenden einfach das Guthaben. Ja. Dann sagen sie, okay, du hast jetzt 20 Euro angesammelt. Wir ziehen die 20 Euro einfach wieder ab, weil du hast gegen unsere Nutzungsbedingungen verstoßen. Das ist möglich. Darum solltet ihr euch nicht wundern, sollte das tatsächlich so passieren. Deswegen nutzt es bitte erst, wenn ihr alt genug seid. Anatula, Schneepfote und Venom hat gewonnen. Ups. So, bitte sehr. Einmal joinen. Ich habe aber kein Alter angegeben, man kann mir nicht nachweisen, wie alt ich bin. Oh ja. Weiß nicht, ob Google irgendwann mal nachfragt und so den Identifikationsnachweis haben möchte. Ich habe keinen Sieg bekommen, wohl bei mir wurde einfach nichts angezeigt. Ah, okay. Hallöchen, Simon. Wie hast du links die Wand mit den Spezialaffen wegbekommen, hä? Was? Ich gebe nie mein richtiges Alter an, aber warum sollte ich lügen, wenn mich persönlich jemand fragt, wie alt ich bin und was macht das für einen Unterschied? Na egal, macht was ihr denkt. So, Schneepfote und Venom, ihr beide fehlt noch. Dann geht's auf zu Kubismus. Gast 4 und Venom, alles klar. Na dann, los geht's. Günstiges Türmchen. Passt nicht da rein, okay. Wollte mal so random schreiben, okay. So, wer hat eigentlich von euch einen Benjamin dabei? Kann ich hier noch ein bisschen Geld spenden? Woher sollen die von Google aber wissen, ob man sein richtiges Alter eingegeben hat? Ach, das kriegen die schon raus. Je nachdem, was für einen Suchverlauf du vielleicht hast, was du dir anguckst oder anhörst. Google sammelt ziemlich viele Daten. Hab Chimps geschafft, aber keine schwarze Hand bekommen. Dr. Drache, dann bist du mindestens. Ja, Entschuldigung, ihr habt recht, der schwarze Kasten ist da. Dann bist du mindestens einmal aus dem Spiel rausgegangen, um vielleicht den Bug zu benutzen, dass man die Runde wieder neu starten kann, sobald man verloren hat. Dann kriegst du nur einen goldenen Rahmen. Ausrufezeichen Rahmen. Dort wird das erklärt. Ich habe den Eis aber noch nie benutzt, ist das schlimm? Musst du halt wissen, ist dein Account. Ich meine, links habe ich eine Wand mit dem Blitzaffen, ich nicht. Meine Affen sind hier rechts. Hallöchen, Kero, was geht ab? Glaubt mir, die haben euer Alter, egal ob durch ein Google-Konto, E-Mail und sonstiger Account. Welchen Bug? Naja, es ist. Ja, doch, es ist für mich ein Bug. Wenn du verloren hast, kannst du die App einfach schließen, ohne irgendwie auf Beenden zu drücken. Ne? Wenn du verloren hast, gibt es ja diesen Wiederholen oder Fortsetzen Button, wie auch immer. Und wenn du einfach die App schließt, während du keine Leben mehr hast, während du noch im Defeat-Screen bist und dann die App wieder öffnest, dann kannst du die Runde neu starten. Und dann halt irgendwie was anderes machen. Du kannst umbauen oder ähnliches.
und damit halt quasi ausnutzen, dass du in Gyms zum Beispiel neu anfangen musst. Und deswegen haben die es so eingeführt, wenn du einmal mindestens rausgehst aus dem Spiel, kriegst du halt nur noch den goldenen Rahmen. Wenn du komplett durchziehst, ohne einmal rauszugehen, kriegst du den schwarzen Rahmen. Bei der Kubismus-Map haben mein Kumpel und ich am Anfang einmal nur Reißleinwerfer gesetzt und sind recht weit gekommen. Reißleinwerfer ist noch ziemlich stark, ne? Mein Game ist mal abgestürzt, deswegen habe ich nur den goldenen bekommen. Ja, dann ist das auch so, ne? Absturz oder Home-Button, wie auch immer. Für Ninja Kiwi ist das alles dasselbe. Weißt du, wie man das wegbekommt? Wie man was wegbekommt? Ich muss sagen, BT6 ist nicht übel, aber ich ziehe Teil 1 und 5 vor. Hast du schon Teil 6 gespielt, Kero? Aber ich muss sagen, im Vergleich zu Teil 5 fühlt sich Teil 6 einfach wesentlich smoother an. Teil 5 ist so, weiß ich, es fühlt sich klobig an. Mir gefällt der 6. Teil viel, viel besser. Geht es auch, wenn man ins Hauptmenü geht? Wenn du die Runde irgendwie neu startest mit dem Bug, dann... Also, wenn du halt von 1 anfängst bis 100 durchspielst, dann kriegst du den schwarzen Rahmen, ohne Unterbrechung. Wenn du irgendwann mal aufhörst oder irgendwie zwischendrin, weiß ich nicht, App crasht, Handy crasht, kein Akku mehr, was auch immer, dann kriegst du nur noch den goldenen Rahmen. Dann solltest du gleich von vorne wieder anfangen. Hab aber auch keinen goldenen bekommen. Dann hast du die Mission vielleicht nicht abgeschlossen. Dann solltest du erstmal weiterspielen, ne, wenn dein Handy abgestürzt ist. Dann ist die Runde einfach noch nicht vorbei, denke ich mal. Aber ich ist bekannt, ich Geschmackssache, ja. Vor allem Teil 1, das ist so ein Browser-Game gewesen. Alter, das war, ich hab's immer angespielt, das war ja super schlecht. Alter. Ne, also höchstens könnte man sagen, Teil 3, das ist noch ein bisschen balanceder gewesen, aber Teil 1? Holy. Okay, das ist auf jeden Fall nicht mein Ding, ne? Ne, du kannst mal im Handy ins Hauptmenü gehen und du kriegst die schwarze Medaille, sondern das Spiel nicht schließt oder die Runde verlässt. Ja, aber... Ja, aber klar, wenn du die 100. Runde geschafft hast, dann kannst du natürlich aufhören, ne? Dann ist es ja Ende. Dann kannst du entweder sagen, freies Spiel oder halt zum Hauptmenü. Dann ist es okay. Ich fand's damals echt klasse, genau wie das Original Bloons. Das war, glaube ich, auch damals eine ziemliche Revolution, so die Tower Defense. Das war schon echt gut gemacht. Ach so, ja natürlich. Ja, du hast natürlich völlig recht, Plasma. Du brauchst natürlich, um einen Rahmen zu bekommen, alle Medaillen auf der Karte. Nicht nur die Chimps-Medaillen, ne? Das habe ich wieder ganz vergessen. Habe ich das nicht hier irgendwo hingemacht? Rahmen? Doch, müsste eigentlich sein. Aber Nightbot ist vielleicht wieder ultra langsam. 122! Yay! Ah, da steht's doch. Und den goldenen Rahmen bekommt man, wenn man in einer Map auf allen Schwierigkeiten schon durchgespielt hat. Den schwarzen Rahmen erhält man, wenn man zusätzlich Chimps in einem Rutsch durchspielt. Was für Türme sollte man mit 95,99 benutzen? Gute Türme, würde ich mal sagen. Kommt halt auch immer auf die Map drauf an, ne? Du kannst das nicht pauschalisieren. Also für Chimps ist halt immer Dauer, hier Permastacheln ganz geil. Oder halt, was auch wirklich unglaublich OP war, zumindest damals, ist der Comanche Kommandant. Was für Preis-Leistung bin ich ziemlich, ist ganz in Ordnung, das sind 50.000. Das sind 52.500, 52.600. Ich hab falsch gerechnet. 50.600. Und plus den Helikopter. Es ist eigentlich okay, so vom Preis her. Ist das schon ziemlich gut. Es gibt jetzt auch Adventures Time BTD. Ja, habe ich auch gespielt, aber finde ich nicht so geil. Ist interessant, aber ist nicht mein Ding. Ground Zero ist ganz gut, oder Permaspikes gegen die DDTs. Ach, gegen die DDTs. Es hilft auch, wenn du Wasser hast. Affenobot auf 204 und auf jeden Fall ein Plutonium-Reaktor, ne? Damit die erstmal enttarnt werden. Oder hatten. Ja, wahrscheinlich wären. Bei den Affenoboten 204 plus ein Affendorf, wenn man das Geld hat. Hier auf
2-3. Auf Nachrichtendienst. Man kann die DDT so wegschmelzen. Das ist dann kein Thema mehr. Was glaubst du, Doug? Welche Altersgruppe schaut dich? Das muss ich gar nicht glauben. Das kann ich einfach nachgucken in meinen Analytics von YouTube. Vorausgesetzt natürlich die Altersangaben stimmen. Aber gucken wir doch mal an. Zielgruppe. So, 84,7. Ich mach mal alle seit Anbeginn. Ne, wir machen mal die letzten 28 Tage. Die letzten 28 Tage haben mich 85% männliche Zuschauer und 50% weibliche Zuschauer angeschaut. 10 oder 9,2% 13 bis 17 Jahre. Ne, vor 13 Jahren darfst du YouTube nicht benutzen, deswegen gibt es davor keine Statistik. Zwischen 18 und 24 Jahren sind es 42,25%, was auch der größte Teil ist. Ne? Also eigentlich so 18 bis 24-Jährige schauen mich eher. Aber 18 ist halt immer dieses Schummelalter, ne? Was du halt brauchst, um nicht jugendfreie Videos angucken zu können. Und halt so 25 bis 24, 34 Jahre 15%, 35 bis 44 Jahre 19%, 45 bis 55 Jahre 12%, 55 bis 64 Jahre 2% und über 65 Jahre 1%. Ja, das ist schon ganz ordentlich, oder? Also eine Wiedergabezeit die letzten 28 Tage. Auf Gesamt gesehen, schauen wir mal unbegrenzt. Das dauert ein bisschen länger zum Laden. Na, wir müssen jetzt 8 Jahre lang Statistiken laden. Das ist auch nicht ganz so einfach, aber schon fertig. Sind wir immer noch 88,3% männlich und 34,1% 18- bis 24-Jährige und über 1,1% 65 plus Jahre. Also die Statistiken halten sich etwa gleich. Also schon so 8. Interessanterweise keine Minderjährigen oder kaum Minderjährige. Faszinierenderweise. Ja, YouTube Analytics, die sammeln Daten über alles. Das glaubt ihr gar nicht. Ja. Leute, mal ein Hallo sagen, muss schon wieder los. Hab mehr zu verarbeiten, als ich Zeit habe. Simon schreibt sie im Discord. Alles klar, Kero, haust drin. Hi, Levin. Welche Spiele sind in Planung? Ich habe in Planung. Ich gucke mal auf meine To-Do-Liste. Slime Ranger, Terraria und House Flipper wären Spiele, die ich ganz gerne wahrscheinlich im Format im Livestream spielen möchte. Aber dafür müsste der Hype von BT6 Coop erstmal ein bisschen abnehmen. Dann habe ich als normale Let's Plays noch offen Brave Fronted Last Summoner, wollte ich auch mal spielen. Cartoon Craft, Werewolf Online, Beast Towers Tower Defense, Caravan War Tower Defense, Zombie Catchers, das war ein uraltes angespielt gewesen. Was ich damals nicht spielen konnte wegen der Bluestack-Steuerung, glaube ich. Blade Master und König der Waffen. Das sind so die Spiele, die ich durch Angespielts mal in Planung habe. Steam Games habe ich auch wahnsinnig viele geplant Spiele. Das kann ich übrigens mal rausnehmen. Einfach durch das Angespielt in letzter Zeit habe ich sehr viele gute Spiele kennengelernt, die ich ganz gerne spielen möchte. So, geplant LP steht drin. 50 Years, Dungeon Siege wollte ich spielen, Hero Siege, I'm Weapon, Little Farm, gut, das ist das Projekt, was aktuell läuft. Little Farm, Might and Magic müsste ich noch weiterspielen. Outland, Raisin Wrath, Stalker wollte ich weiterspielen, oder mal anfangen, Serious Sam 2 wollte ich mal durchspielen, zusammen mit dem Kero, der hier im Chat gerade war. Das wollten wir uns mal zusammen vornehmen. SteamWorld Quest, Hand of Gilgamesh, das sah ganz interessant aus, das habe ich auch. Und Titan Quest. Also es sind wirklich viele, viele Spiele, die ich noch in Planung habe. Die schauen mehr als 50 plus als unter 18. Das kann nicht stimmen. Hab ja gesagt, das ist das Schummelalter-Plasma. Viele werden sagen, die sind 18, um die Videos ab 18 sehen zu können. Selbst die guten alten Rentner schauen nicht. Ich hatte damals so eine Oma gehabt, die öfter mal gute Kommentare unter meinen Videos geschrieben hatte. Die hat irgendwie Karaoke-Videos gemacht gehabt. Also sie hat gesungen auf dem Kanal. Aber die hat sich auch schon lange nicht mehr gemeldet. Irgendwie schon seit 1-2 Jahren oder so nicht mehr. Sie meinte aber auch, dass sie mich irgendwie mal eine Zeit lang nicht geschaut hatte und dann wieder angefangen hatte. Kann einfach sein, dass sie vielleicht mittlerweile ein stummer Zuschauer geworden ist. Ich habe nicht gesagt BTD6, Maxim. Ich habe gesagt grundsätzlich meinen Kanal. Hält zu Bluestacks auf dem neuesten Stand, selbstverständlich. Wobei ich die Vermutung habe, dass Bluestacks sich nicht selber aktualisiert.
Wenn ich nach Update suche, sagt zwar, wir sind auf dem neuesten Stand, aber das glaube ich meistens nicht. Weil ich merke nie ein Update von BlueStacks. Aber das ist manchmal schon ziemlich strange. Aber solange ich keine Probleme habe, werde ich BlueStacks auch nicht updaten. Weil wenn ich das tue, dann habe ich größtenteils wieder irgendwelche Probleme mit anderen Apps. Weißt du? Deswegen spare ich mir das. Ich werde es irgendwann mal aktualisieren, wenn es vielleicht über die 5er-Version gibt oder so. Was hältst du von Pad? Hm, gefällt mir nicht so. Wo sieht man sein eingestelltes Alter? Auf deinem Personalausweis, weil du eigentlich wahrheitsgemäße Angaben machst, Flajo. Ich mache keinen Archeros-Stream, nein. Archeros, naja, es wird auch nicht mehr lange gehen. Welchen Helden magst du am meisten? Steht bestimmt bei Ausrufezeichen Fragen drin, Marcel. Und Hallöchen. Omega lol. Magst du Archero? Am Anfang habe ich es echt gemocht, ja. Die dritte Welt ist irgendwie ziemlich langweilig. Ich finde, die haben es ein bisschen übertrieben mit dem Anziehen der Schwierigkeit. Wobei ich ganz gerne alle Skills irgendwie mal hätte, ne? Dein Kanal besteht aber hauptsächlich aus BTD. Unwahrscheinlich. Dem würde ich widersprechen, Maxim. Ich würde mal sagen, ich habe sicherlich so 1500 bis nicht mal. Also ich glaube so ein bisschen mehr über 1000 Videos von BTD. Und die restlichen 10.000 Videos muss ja auch was anderes sein, ne? Also irgendwie 2.000, 3.000 LoL-Videos oder 3.000, 4.000 LoL-Videos. Und der Rest ist halt anderes, ne? Angespielt mindestens 1.400 Folgen, glaube ich. Und mein Kanal besteht nicht hauptsächlich aus BTD. Birnen oder Äpfel? Beides. Aber wir haben uns... wir waren ja im Urlaub 18 Leute gewesen oder so. Die ersten Tage. Na, die Leute sind dann immer so, die waren irgendwie nur auch meistens auch nur so kurz zwischendurch so einen kleinen Abstecher, so mal eine Nacht für, weißt du, die auch alle mit Wohnmobil und so weiter waren die unterwegs gewesen. Und was wollte ich sagen ursprünglich? Naja, nachdem vorgestern sind sie alle abgereist, die meisten. Wir sind halt noch bis heute geblieben, plus halt ein Vater mit seiner Tochter waren auch noch da gewesen. P4 hat das Spiel verlassen und tschüss. Genau. Und da haben wir uns gestern Abend so ein richtig geiles Abendbrot gezaubert. Ja, sonst hat man irgendwie so, weiß ich, hat sich irgendwie nicht so, hat sich strange angefühlt, ne? Also man gab halt so ein bisschen was zu futtern, ein bisschen Obst, Gemüse, Müsli und Brot und so weiter am Abend. Aber gestern das Abendbrot, das hat richtig Laune gemacht, muss ich sagen. Also wir haben richtig schön was gezaubert, schön Salat aus den Resten. War ein richtig leckerer Salat, schön mit Balsamico-Creme. Ja, mit Möhre, Aubergine, Gurke, was war noch da drin gewesen? Salat, Zwiebel und dazu halt lecker Brot mit schönen Linsen-Kokosaufstrich oder Auberginenaufstrich mit Käse, Wurst. Dazu schon schön leckerer Kamillentee oder Chai-Tee. Das war schon, also es war schon gestern echt nice gewesen. Das hat mir echt gefallen gestern. Da haben wir uns schön was gezaubert, ne? Gestern Abend, ne, hat halt der Vater mit seiner Tochter, haben wir halt am Lagerfeuer gesessen. Und sie ist 8, aber du merkst ja gar nicht an, dass sie 8 ist. Sie ist wahnsinnig selbstständig. Das ist halt auch so, wenn du halt viel unterwegs bist, dass du halt selbstständig bist. Die hat wirklich, die hat Feuerholz zusammengesucht, die hat das Feuer alleine angezündet, die hat auf das Feuer aufgepasst, sie hat Holz nachgelegt und das mit 8, ja. Sie hat einen Stock sich genommen und ein bisschen Schafgarbe draufgewickelt, um das zu rösten, weil Schafgarbe kannst du halt so essen, ne, glaube ich. Ich glaube, das kannst du einfach so futtern. Und da hat sie halt Schafgarbe, das ist halt eine kleine Pflanze, die eigentlich in der Regel verbrennt die, aber die hat es halt so rübergehalten, dass es halt geröstet wird, also ein bisschen knusprig wird. Hat es dann gefuttert und dann am Abend hat sich halt der Vater und ich haben uns halt dazugesetzt zum Lagerfeuer. Er hat dann seine Gitarre rausgeholt und hat mir dann halt so einen Song vorgespielt, den er halt schon tagelang geübt hat, den habe ich halt so oft gehört dort.
Und dann habe ich halt erstmal so richtig den Songtext verstanden. Dann haben wir einfach irgendwie eine Stunde lang halt diesen Song gespielt in Dauerschleife. Ne? Er hat halt Gitarre geübt, damit er halt wirklich die Griffe drauf hat. Ich habe gesungen mit dazu. Und so geil, die Tochter ist, die ist einfach eingepennt am Lagerfeuer. Ja? Und wie so ein 20 Zentimeter vor dem Feuer ist sie einfach eingepennt. Da wir waren natürlich dabei gewesen, ist klar. Die ist aber auch, bevor sie eingepennt ist, sie ist ins in den Wohnwagen rein. Sie hat sich eine Decke geholt, komplett ohne irgendwas zu sagen. Die hat sich eine Decke geholt, sie hat sich hingelegt, sie hat die Augen zugemacht und hat einfach der Musik gelauscht, ja, auch wie wir gesungen haben. Und dabei ist sie eingepennt, ja. Wisst ihr, was das für eine geile Kindheit sein muss? Ohne Scheiß, ey. Also da war ich ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Und beides echt super krasse Persönlichkeiten. Und es hat so viel Spaß gemacht, gestern zu singen. Ich habe das sogar einfach für mich so ein bisschen aufgenommen, ja. Und das war super schön gewesen. Also es war gestern ein richtig, richtig schöner Abend gewesen. Wir haben übrigens einen Affenwissenspunkt. Wir wollten das bei Primär, glaube ich, machen, ne? Upgrade des Feuerrings verschafft plus 3 Explosions. Also da müssen wir doch mal den Inferno-Feuerring bauen, oder? Würde ich sagen. Aber erstmal gibt